Oh je, oh je, oh je, bereits der 16. Part und ja, eigentlich dürfen wir erwarten, jetzt bereits ein geschnelltes Kampfsystem, aber wenn man ehrlich ist, nee, hab ich nicht. Ich habe immer noch Probleme damit, verdammt mich. Vor allem natürlich auch mit dem, was man bei Magnus lernen könnte. Ja, aber ich hab zu wenig Ruhm, ich habe zu wenig Geld, ich brauche 1000 für die Fähigkeit. Was natürlich schon geil wäre, ich muss echt etwas machen. Halt beitreten erst dann, bereits hier beitreten, will ich eigentlich noch nicht, weil erst alles müssen lernen halt. So, also das fies eigentlich noch einfach, weil geht sowieso in die falsche Richtung, merke ich gerade. Ja, ich glaube, ich habe mittlerweile ein bisschen durchschaut, dass das Vieh sich bewegt. Ein bisschen falsch, wenn man eher sein soll, aber ist ein anderes Thema. Ja, wie gesagt, ich habe glaube das Gefühl, ich weiß, wie er sich etwa bewegen wird. Oder auch nicht. Macht grausam viel Schaden. Natürlich eine andere Variante wäre, ich lock das Vieh einfach nach oben. Alter, mache ich wenig Damage. Es ist zum Heulen. Immer mehr Ruhm bekommen, ist natürlich auch nicht schlecht. Gehe ich ein bisschen in das Vieh vor, weil ich habe schon so viel Schaden genommen und er läuft rückwärts, alles schlecht. Läuft ein Rhinoceros echt rückwärts? Wäre mir neu. Boah, okay, frontal geht nicht. So geht's irgendwie ab. Alter, falls problemlos funktioniert, jetzt bin ich wieder tot. Alter. Mann, das Problem ist doch. Ich muss da durch. Klar, das Vieh kann ich umgehen, das ist kein Problem, aber ich muss durch die Insel durch und da gibt es noch mehr von diesen starken Teilen. Kann ich da oben ständig irgendwie rumsammeln, nur um dann steigend Angriff zu lernen, wenn ich da durch die Insel durchkomme? Sorry, aber da ist irgendwie, wenn das wirklich der Sinn sein soll, ich hoffe, es ist nicht so, ich täusche mich da, dann ist da irgendwie ein Fehler in der Matrix. Ja, toll, nicht nahe kommen. So was anderes. Was macht das Teil schon wieder? Hab keine Ahnung. Also in den Schutzmagie? Warte mal, das muss ich echt kurz noch verinnerlichen. Was war das denn schon wieder? Nenne ich das Magiefähigkeit? Natürlich noch gar nichts. Ich meine, ich hab doch. Ich kann das verarschen. Wie kann ich jetzt schon wieder auf. Ah, hier. Wirkungsdauer, die deine Umgebung erhellen. Was? Verbrauchsgegenstand? Kristallmagie? Umgebung erhellen. Also, nur da hat es so gut. Aber irgendwo ein Splitterhaken, natürlich auch nicht schlecht. Ich verlange aber dummerweise nur einen, das wäre ein bisschen doof. Schutzaura. Und schon wieder. Wenn man sagen, nach dort, hä? Gut, hätten wir das. Jetzt kommt der Splitterhaken noch dazu. Muss ich mal etwas testen. Auch erstmal ein bisschen Zeit, um ihn auszurüsten. So, jetzt aber. Nein, nicht schon! Alter, ich hab's doch richtig gemacht! Wow, nimm gar keinen Schaden mehr. Cool. Wie lange wird das Teil? Also dazu ist kein Schaden. Okay, allzu lange wird es nicht. Man hat es gerade gesehen. Wow. Ja, nee. Das kann es nicht sein. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, wa? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, es kann doch nicht so schwer sein, jetzt mal ganz ehrlich, es kann nicht so schwer sein. Muss ich mal den Splitterhaken versuchen. So, Uno haben wir jetzt trotzdem mal. Wie gesagt, es gibt Momente, wo man einfach denkt, sorry, bin ich gerade im falschen Film. In solchen Momenten muss ich da in der Lage sein, gut zu kontern.
Ah, gerade den Schaden aber nicht gemacht. Okay, zweimal angreifen ist nicht nur näher. Der ist schneller als ich. Ja, man hat aber gesehen, zweimal angreifen geht nicht. Ist klar, Alter, ich kann nur meine Waffe mehr zücken. Aber interessant, was das Teil so drauf hat. Aber die Waffe natürlich meine ja jetzt da den Splitter. Boah, Alter, hat er einen Radius da mit seinen Attacken. Die Grafikbugs, ey. Ja, also man sieht, SG, man kann das viel platt machen. Wart auf Geduld. Was für ein Let's Play alles anders geeignet ist. Weil wenn ich sowieso kein geduldiger Mensch bin. War noch nie, werde ich noch nie sein. Aber ja, wenn man es so macht. Na gut, das wäre vielleicht eher unpraktisch. Weil man halt so ausruft. Ja? Also man merkt es ja. Man merkt, wann er irgendwie angreifbar ist. Wann er sich irgendwie eine Blöße gibt. Und dann kann man es natürlich einfach aufspießen lassen. So, machen wir natürlich nicht alles. Aber ihr habt es gesehen, weil es funktionieren könnte, falls ihr auch immer Probleme habt mit dem Vieh, dann kann ich euch das so empfehlen. So, wir machen jetzt aber was anderes, kein Bock mehr drauf. Gut, Questbericht Minen habe ich gemacht, jetzt gehe ich erstmal doch wieder hier lang. Die Waffe ausrüsten, habe keinen Bock mehr drauf, irgendwie überrascht zu werden. Also, aber das hier mal schaff, oh, ist schon wieder so ein fettes Teil. Gürteltier, ja, ein friedvolles Gürteltier, haben wir nichts getan und so. Wieso können nicht alle vier hier so sein, wa? Weil sonst langweilig wäre, ja, ist klar. Genau, was ist denn das hier los? Wow, wow! Wow! Alter, gar nicht gesehen! Mann! Ich weiß, der Teil ist hinter mir, ich muss erstmal klein platt machen. Mann, jetzt schieß doch endlich mal, du Arsch! Das ist echt übel. Ja, war klar, dass da sowas passieren muss. Was macht denn falsch, Leute? Mal ganz ehrlich, was mache ich falsch hier? Ich versteh's nicht. Was mache ich denn falsch? Ich will doch einfach nur durchgehen. Ein ganz normaler Wissensspieler, ich hab da halt ja nicht besonders trainiert, wo soll ich trainieren, bitte schön? Wo denn? Ich will einfach meine Quests erfüllen. Oh, ist das mühsam. Vor allem, wie gesagt, ich muss irgendwas falsch machen. Das kann nicht der Sinn der Entwickler sein. Das kann nicht der Sinn vom Spiel sein, also da, dass der Spieler sich wirklich erst einer Gilde anschließen muss, um da mit den stärkeren Kreaturen klarzukommen. Weil mir fehlt das uns alles und das Gold, das ich sonst für meine Skills bräuchte, wie soll denn das zusammentragen? Wie soll das gehen? Das konnte bereits mal früher, auch nicht schlecht. Mal gucken, wie schnell das Vieh hier ist. Und jetzt sieht es relativ lame aus. Hab gesagt lame? Nö. Mann, wieso müssen die Viecher immer schneller sein als ich? Das kotzt mir auch so an. Und du kannst gar nicht viel machen. Ist klar, die können so weit sprinten, ja, nicht schlecht. Zieh einmal deine scheiß Knarre an, trifft er nicht mal. Soll aber jedem Kampf fast down gehen, das ist nicht der Sinn, das sollte nicht der Sinn sein. Da mache ich irgendwas falsch. Und vor allem musst du ja pro Gegner immer darauf achten, jeder Gegner hat irgendwie eine andere
Kampf war, sag ich jetzt mal. Boah, ist klar. Sag mal, aber sonst geht's euch noch. Was? Wo kam das plötzlich her? Hä? Ihr habt doch gerade erst vorhin schon mal gegen die Teile gekämpft, da hatte ich nicht so viele Probleme. Ja, hat man nicht die Waffe gezückt, hol? Also einfach gegen Schüsse anfällig, so wird ein Schuh draus. Ja, sorry Entlein, du arme Schwein, das muss leider sein. Alter, war das jetzt, aber, ach, ich verstehe es auch nicht, Leute, ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Ich werde es gar niemals verstehen. Mann, wieso ist diese Waffe schon wieder so? Scheint so, als hätte hier jemand das Wasser vom Wasserfall abgeschöpft. Was du mir jetzt sagst, ja? Ja, komm, trink ein bisschen was, oder kann ich vielleicht hier meine Energie regenerieren? Vermutlich eher weniger, aber... Oh Mann, bereits nächsten üblen Viecher. Man hat doch nie Ruhe, wa? Ja, schon wieder sowas. Also der Gegenangriff wäre echt mal cool. Mann, ihr kann da nichts machen, wenn erstmal einmal die Gegner durchbrochen ist, ist futsch. Klar, wieder mal einen Meter daneben. Mag auch immer scheinen, Leute, ganz ehrlich, hab aber keinen Bock mehr drauf, das Ganze irgendwie noch mehr in die Länge zu ziehen. Finde ich echt sonst ein bisschen doof. Ich will noch mehr, das ist natürlich sehr schön. Vor allem soll ich irgendwie überhaupt einmal schnell durchkommen, wenn ich ständig irgendwie angegriffen werde und... Oh Gott, ey. Ja, wir können jetzt schön unten bleiben. So wie das Spiel kennen, muss ich sowieso nach unten kommen, wa? Ja, wieso muss ich sowas eigentlich laut aussprechen? Ich weiß doch, dass so etwas wirklich noch, naja, Realität wird leider. Naja. Wir kriegen dann trotzdem Erfahrung, wa? Wir lernen daraus, ist nicht so, dass ich irgendwie sagen würde, nö, ist alles scheiße, kenne ich nicht und so. Spiel schon Speicher, mir scheißegal. Aber das Spiel ist immerhin so clever, dass er irgendwie tricksen kann. Nö. Das sind normale Termiten, wa? Mann, ich kann hier oben nicht groß ausweichen, das geht nicht! Mann, jetzt knall die doch endlich mal ab, du Arsch! Und ja, ich meine den Spieler hier. Alter, mit so scheiß Termin hat er so Probleme. Ja klar, könnt ihr sagen, ja Michael, du bist so der Spieler, du, machst der, du bist derjenige, der hier die Fails macht. Aber sorry, ich spiele auch viele andere Spiele und also gerade aktuell zum Beispiel an Diablo 3, da habe ich bei weitem nicht solche Probleme. Noch nie gestorben, gut, das war erst Akt 1, aber trotzdem. Und hier komme ich überhaupt nicht klar. Ich fürchte fast, das wird sich auch nicht mehr ändern. Mann, geht doch in-
Mann, wieso triffst du nicht, du Arsch? Die stehen im Meer. Leute, das ist nicht logisch. Ja, klar. Na, 2 Meter weiter wegstecken, treffe ich ihn. Ja, ist klar. Warte, mich verarschen? Der braucht nur einen Grog, hallo? Den war ich gar keinen genommen. So. Habe genug Pistolen. Nee, sorry, aber... Gut, ich sag nichts mehr. Nee, ich sag nichts mehr. Ist ja klar, was ich sagen will, wa? Du brauchst einfach die ganzen Skills, weil sonst... Hast du keine Chance. Kannst du knicken. Die sind ja einfach über. So, halte ich mich jetzt gerade wieder oder halte ich mich nicht? Nö. Halte mich natürlich nicht. Toll. Schon besser. Gut. Mit ein paar Knummelplatt gemacht. Wie sieht sie aus? Wasserfass. Oh, und nicht Trottel. Ist erst ein Proviant. Nun gut, spielt keine Rolle. Blub, blub, blub. Ja, wie gesagt, immerhin kriegen wir ein bisschen Erfahrung somit, wa? Und irgendwann kapiere ich es vielleicht auch noch. Ich bin noch etwa 100 gefühlten Parts. Nee, das war jetzt, das wollten. Ja, gut. Also man sieht, ich habe noch Probleme damit, aber trotz allem, wie gesagt, ich bin sicher nicht der Einzige und würde sagen, es hat auch noch ein paar Haken, das Spiel. Auf die Steuerung. Aber sind wir schon kommen, etwa 30, 40 Parts, sind wir sowieso wieder irgendwie schon der erste Spiel sind, also schon durch oder sowas, keine Ahnung, sage ich wieder, ja, war doch gar kein Problem und so, was habt ihr denn? Ja, ist halt immer so, immer wenn es gerade aktuell ist, oder gerade aktuell Probleme auftreten, dann regst du dich auf und alles mögliche und plötzlich, wenn es soweit ist, war doch gar nichts. Aber hast ja nichts gemerkt. So, soll ich nach unten entlang? Die Dinge sind einfach zu schnell, die Mini-Kobolde. Mann, triff ihn doch mal erst. So. Das sind vor allem so seltsam. Dann triffst du mal, triffst du doch nicht. Je weiter weg ist, dann triffst du ihn irgendwie. Triffst ihn irgendwie wieder und triffst ihn wieder nicht. Doch nicht. Also. Klar, ist ein Videospiel, oder? Muss nicht alles logisch sein, aber hoffen wir es trotzdem. So, kann die aufmachen? Ja, kann ich. Oh, da geht's auch wieder, wa? Eigentlich ziemlich einfach, wa? 2-1-3-4 scheinbar und bereits alles genommen. Zup. Hä? Die Taste kam viel zu spät. Was war das gerade für ein Scheiß? Ich habe es natürlich auch gesehen, aber die Taste kam viel zu spät zum Ausweichen. So, Lagerfeuer, Stapelbraten. Sehr schön. So, seht ihr Leute, wir kommen doch voran, ist doch gar kein Problem alles. Probleme kommen erst noch. Klar, die können ausweichen, obwohl es gar keine Ausweichmöglichkeit gibt. Mann! Oh. Aber ist das normal, dass so viele Gegner plötzlich hier sind? Ich krieg echt zu viel Schaden. Kann sagen, was du willst, ich krieg viel zu viel Schaden. So, 8, 9, schön, von 10. Oh, Alter, jetzt habe ich gerade irgendwie... Darf mir ein bisschen Schweiß in die Augen, das ist auch immer nett. Aber ich fürchte, das ist doch so, das Spiel so vorgesehen hat, dass wir so Probleme haben, denn wieso sonst sollte es hier überall Wein und Grog haben?
Da gäbe es sonst keine Erklärung, das muss so sein. Tja. Ja, was willst du das noch sagen? Da fällt mir echt nichts mehr ein. Nein! Weil da noch springen können. Die Kobolde saßen hier auf einer prächtigen Mine. Tja, jetzt könnten die Rohstoffe hier eigentlich abgebaut werden. Da steht natürlich, toll. So, ein bisschen Brot kann natürlich auch nicht schaden. Proviant erhalten, schön, aber noch etwas. Och nee, ja. Nee, auch damit das schnell zuweisen ist sehr schön und so, wenn du eines auswählen willst, geht irgendwie gar nicht mehr. Teilweise echt zu doof gemacht. Gut, wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass irgendwie noch behoben wird in den nächsten Updates. Weil ich komme so langsam klar mit der Kampfsteuerung, wenn man dann gesehen, die Goblin, gut, Schwerkampf kannst du momentan vergessen. Weil die einfach zu flink sind, also so keine Chance, man muss einfach mit der Pistole ran, ausweichen, hoffen, dass du irgendwann mal triffst. Aber das kann ich irgendwie so. Was ist jetzt mit ja, jetzt bin ich. Keine Ahnung, wieso da hochgelaufen gehen. Keine Ahnung, wo dann nach unten laufen. Voodoo-Puppe, Hammer, Fussel. Irgendwie pennen oder was? Ne, wie gesagt, ein Lagerfeuer. Sehr schön, gut. Der Part wird langsam noch vorbei. Trotzdem sollen wir eigentlich noch durchgehen, oder? Das war doch die Höhle. Das ist so eine Falle. Kann ich jetzt eigentlich mit Y aushören, oder wie sieht's aus? Warte mal ganz kurz, muss jetzt gleich mal testen. Was passiert? Nö, gut. Ein toter Gnome. Oh ja, da waren sicher die Kobolde. Ja, bin beim X war, also wie sieht's aus? Ist jetzt etwas? Oder. Weiß also die Quest von vorher. Ah, wieder so Scheißviecher und nichts machen können. Jetzt hat der Grafikfehler. Mann! Warte mal auskommen! Er macht nicht mehr. Alter, er wird nicht mehr ausweichen. Es gab gar nichts mehr. Leute, das hat aber Bugs! Und die ganze Zeit aus. Jetzt geht's plötzlich wieder. Mit 2 Sekunden Verzögerung. Mann, ey. Tja. Uah, okay, das ist eine Riesenkrabbe. Ist nur eine Krabbe, ist nur eine Krabbe. Langsam, echt ein bisschen Schiss hier. Da ist ein Riesenvogel. Gut, da vorne ist noch so eine Insel, wa? Was ist denn eigentlich laut Karte da drauf? Gleich mal gucken, was ist denn laut Karte hier? Nix, war zumindest nichts mit Quests und so. So, Quests war ich gerade in der Höhle. Was ist wieder? War viel zu weit runter. Ne, also, hallo, Wechsel, Logbuch. Hä, da kann... Spinnt jetzt alles oder was? Mann, ey. Ne, sorry, aber irgendwas ist hier total faul. Gut. Kristallvorkommen gesehen, erschlossen werden. Ich hab gerade. Quest Mimbrit, aber das gerade gemacht oder war es was anderes? Ja, Leute, ich weiß auch nicht mehr, was ich jetzt gerade gemacht habe. Waren hier noch etwas? Weil wir gerade am Anfang des Gebiets, das ist sowieso gerade praktisch. Taranis. Was haben wir denn noch alles? Der Schatz am Strand von Taranis. Nö, der ist nicht hier, der ist. Der ist, wo ist er denn? Hä? Muss er verarschen?
Da oben, der Schatz von. Okay, da ist mal zu weit oben. Gut, wächst auf Grund. Ja, das war das noch. Welche Quest war denn? Wie gesagt, es gab eine Quest noch mit den ganzen Kobolden, Mini-Kobolden. Ein anderer Gnom. Oh, der war hier oben. Ach, du Scheibenkleister. Gut, der muss sowieso noch hin, oder? Auch gemäß dem anderen, sprich dem Minenbericht. Weil die Mine habe ich jetzt gemacht, oder? Ist alles weit. Okay, das hier habe ich auch gemacht. Genau, da fehlt noch eine. Wo waren die letzte? Weil es waren ja 4 Minenberichte. Hä? Toll, spinne ich wieder. Bin ich jetzt komplett gaga? Bitte nicht darauf antworten, ja. Nee, also hier war eine. Die hat es gerade gemacht, ich hoffe zumindest, dass es war. Die haben wir bereits gemacht, ja, erinnern wir noch, oder der Schattenkrieger. Da ist die dritte. Wo ist die vierte? Und da habe ich die schon, er hat mir nur gerade die letzten drei markiert. Hm, okay, wieder ranzoomen. Ja, so wenn er das hört, das ist gerade mein Controller, der ist doch nicht so, zumindest nicht so leise, wie er es gehofft hatte. Nathanis Bericht, das müssen wir sagen, 4 größere Klassen, davon soll erschlossen werden. Ja, toll. 4 Stück sind es, aber ich sehe nur 3. Nun gut, dem kann ich auch nichts machen. Ja, Freunde, wenn wir sagen, das war's mal für heute hier bei Risen 3 Titan Lords. Yay, ist alles wieder supi-dupi. Nee, supi-dupi nicht, aber wir haben es trotzdem geschafft, durchzugehen. Ich denke, wir können da jetzt wieder da entlang, den Weg zurück. Wenn es mich durchfugelt, willst du auf die Schnauze. Daneben! Mann, ist klar, dass man einen Angriff unterbrechen können. Kannst mich immer noch an, sorry, aber das wird immer so sein. Zieh deine Waffe! Ah, genau das meine ich! Ah, das wird mir niemals im Kopf gehen, dass ich meinen Angriff unterbrechen kann, vor allem so einfach. Da bin ich viel zu sehr durch anderes geschult. Oh, ist das da oben dort, wo der... Naja. Der Lord Dingsbums schon wieder ist. Der Zacharias war der stärkste Magier. Könnte wohl so sein. So, wir sind zurück, Leute. Yeah. Was ist das gerade? Ah, während. Hatte gerade nämlich Taraniskraut. Das wäre zu schön gewesen. Nun gut, wir sind zurück im Hafen. Yeah, yeah, yeah. Zurück im Hafen. Nach langer, langer Zeit wieder mal. Die wollen wissen, was Gadi gefunden. Wovon sprichst du? Große Höhle mit vielen wertvollen Glitzersteinen in der Nähe. Gadi hat sich bisher nicht getraut, Höhle zu erkunden. Fiese Monster überall auf Insel. Noch neue Quest, Leute, kann langsam nicht mehr. Die Höhle am Südstrand ist eine Mine und sie ist jetzt sauber. Ein Haufen Kobolde hatte sich dort eingenistet. Die Kristalle hatten sie wohl angelockt. Oh, Glitzersteine. Dann gut, das Kobolde tot. Jetzt kann Gadi mit andere Gnos schürfen gehen. Magier immer wollen Steine. General Magnus wird stolz auf Gadi sein. Das Gadi geht schürfen in neue Mine. Yep. Eigentlich war sicher, aber das finde ich jetzt allerdings geil. Weil, wie gesagt, die hatten die Quest irgendwie begonnen, oder? Von wegen, ja, da müssen wir 10 von 10 irgendwie platt machen. Ich habe aber nirgends gesehen, wo die Quest eigentlich ist. Und jetzt war es irgendwie, ja, das war einfach eine inaktive Quest, oder? Erst jetzt aktivieren, direkt abgeschlossen. Das jedoch gefällt mir, das finde ich echt geil vom Spiel. Ihr habt ein Koboldproblem hier am Hafen. Ja, Homie. Viele Sachen hier gestohlen worden am Hafen. Das waren die bösen Kobolde. Gadi froh, dass Kobolde tot. Riechen fürchterlich. Brrr.
Allerdings. Bring mir was bei. Was möchte Homie wissen? Alles einfach nur... Okay, tschüss. Da muss erst kämpfen lernen, bringt nichts. Bringt uns alles nichts. Trotz allem, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Wieder mal hier bei Risen 3 Titan Lords. Hat Spaß gemacht, trotz allem. Wir haben erreicht, mehr oder weniger, was wir wollten. Und dann müssen wir jetzt da hoch. Ja, wir müssen wieder da hoch. Gehen diesmal zu Fuß, gehen wir ein bisschen schneller. Hoffen wir mal, dass die Gegner nicht mehr so aggressiv sind. Wir zumindest besser damit klarkommen. Und so weiter und so fort. Tja, ansonsten... Bis zum nächsten Mal. Hast du noch was zu sagen? Wir sind wieder zurück. Kannst du uns wieder... Ja, bringen wir das weiter. Was möchtest du wissen? Hat der Kopf kann uns wieder hochbringen, Silberzunge lernen. Krallen nehmen lernen. Auch eigentlich nicht unbedingt und noch nicht. Das ich hier vielleicht. Nicht genug Gold. Oh, du kannst mich doch mal am Arsch lecken, ey. So wird ausdrucksweise, aber stimmt doch überall immer so viel Gold. Wir sind doch erst am Anfang. Wie soll man das alles herbekommen? Na, gute Frage, nächste Frage. Ja, so was anderes noch. Mhm. Also hier ein bisschen. Mein Quest-Dialog. Aha. Ne, was ich gerade sagen wollte, was ich hier ein bisschen doof jetzt auch noch finde oder ein bisschen ungünstig. Dass keine weiteren Updates haben, weil wir haben gesehen, also mindestens einer bin ich bereits vorbeigekommen, war, ob jetzt zwei doch registriert wurde oder was ein anderer Bericht war, keine Ahnung. Aber trotzdem, dass da kein Update steht, da finde ich jetzt ein bisschen doof. Hm. Na, ich muss gucken, wie wir das nächste Mal machen. Kann ich sonst gerade wieder etwas upgraden? Wäre eigentlich für den Nahkampf vor allem. Härte ist auch nicht schlecht. Kann man auch immer gut gebrauchen. Tja, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Bis nächstes Mal hier bei Risen 3 Titan Lords. Auch wenn's der Mond. Und irgendwie der Weltuntergang? Nee. Auch wenn es nur scheppern vorangeht, wir kommen trotz allem voran. Und ja, hoffentlich wird es auch so weitergehen. Bis nächstes Mal. Tschüss.